kommst. Wie spät ist es denn? 5:50. Bist du schon lange wach? Nein. Seit gerade erst. Na? Unsere erste Nacht in einem richtigen Bett. Schön, ne? Wenn die einen doch mal in Ruhe ließen. Lisbeth, komm doch mal zu mir. Du putzt mir doch gerade die Schäde. Wo gehen wir aufgebaut, Bett? Kein Strappmann hat Urlaub. Bitte einsteigen, die Türen schließen, die Züge fahren ohne mich ab. Na? War das in der Nacht? Was für eine Nacht. Ich kann mich gar nicht erinnern. Rosen, Sekt. Macht alles, was man kann. Und sie kann sich nicht erinnern. Natürlich kann ich mich erinnern an alles. Auch was du so gesagt hast. Ich? Ich hab was gesagt? Mhm. Hab ich wieder durchgegeben, dass der Intercity aus Amsterdam sich voraussichtlich 20 Minuten verspäten wird? Mhm, das hast du gesagt. Und auch, dass die Dame vom Nebengleis mal verschwinden soll. Lisbeth. Es gibt keine Frau auf dem Nebengleis. Es ist alles in Ordnung. Ich. Ja. Nicht, ich. Ja, Kalle, lass doch. Ja. Morgen. Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Ja. Und du? Großartig. Komm noch mal her. Wieso denn? Na, komm mal her. Was ist denn da? Nichts. Schade, dass du schon angezogen bist. Schade, dass du noch im Bett liegst. Es ist unheimlich schön draußen. Draußen. Komm noch mal ins Bett. Wir sind mit den Stratmanns zum Frühstück verabredet. Ach, die blöden Stratmanns, die hängen mir zum Hals raus. Ich habe eine tolle Idee. Wir bleiben noch ein paar Tage hier und fahren dann mit dem Zug zurück. Hm? Wie findest du das? Lass das. Wir haben doch hier alles, was wir brauchen. Fernseher, Kühlschrank, Bett. Ja, brauchen wir doch nicht zum glücklich sein, hm? Ich schon. Lass doch mal das Gegrabbel. Es macht mich verrückt, Mann. Was hast du denn? Gar nichts. Sag mal, spinnst du jetzt, oder was? Wahrscheinlich. Was habe ich denn nun schon wieder falsch gemacht, ja? Überhaupt nichts. Es war alles in Ordnung. Ach so. Ey, der Morgen war so kurz, da kann ich doch gar nichts falsch gemacht haben. Pass bloß auf, dass sich keiner sieht. Ja, ja, mach ich. Schade, am liebsten hätte ich dich den ganzen Tag dabei. Pass auf, ich sag dem Betrieb Bescheid, dass ich krank bin. Ist ja ohnehin schon zu spät. Und dann? Mir wird schon was anfangen. Wir sehen uns heute noch. Mach keinen Scheiß, ja? Nee, nee. Ist, ja. Also, tschüss. Tschüss. Ich hab dich lieb. Na, ich dich doch auch.
Tschüss. Ja, ja, ist gut. Sag mal, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Martina ist auch schon auf. So, so. Ja, wir gehen dann schon mal frühstücken. Kommst du dann? Ja, ja. Was ist denn? War das nicht Wölfchen? Quatsch. Wo soll der denn herkommen um die Zeit? Na, woher wohl? Ach, der doch nicht. Wenn wir dann nach Duisburg reinkommen, dann kommen wir beim Horte Niemeyer vorbei. Die alte Flasche hängt bestimmt immer noch in seiner mickrigen Tankstelle. Er wird staunen. Harald, Beamter im mittleren Dienst. Das wird dem stinken. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dann sagt er einfach nichts. Jetzt werd bloß nicht noch frech. In deinem Alter. Wenn das der Papa erfährt, dann ist... Morgen. Morgen. Wenn ich was erfahre. Oh, nix. Was ist denn los, Lisbeth? Nix, frech. Frech ist wieder gewesen. Mama hat wohl schlecht geschlafen. Guck mal nach dem Zucker. Ich möchte nicht, dass deine Mutter was davon erfährt. Aber dann sage ich dir, mein Fräuleinchen, wir sprechen noch zusammen. Darauf kannst du Gift nehmen. Wieso denn? Was ist denn? Wieso denn? Was ist denn? Du weißt genau, was los ist. Morgen. Morgen. Bitte durchgehen, der Nachschub rollt. Morgen, ihr zwei. Morgen. Wo ist die Lisbeth? Die holt Zucker. Noch zwei Frühstück? Ja. Kaffee oder Tee? Zweimal Kaffee. Ein Tee, bitte. Zwei Kaffee, ein Tee. Ein Tee, ein Kaffee. Ein Tee, ein Kaffee. Na, war es romantisch in eurer Wohnkiste? Da musst du die Ines fragen. Ne? War romantisch? Habt ihr gut geschlafen? Ja. Oder, Tina? Was guckst du mich denn so an? Das mache ich doch öfter. Na, morgen. Morgen, morgen. Morgen. Na, wie war's denn? Ach, Frau Marie. Schön. Wie wär's denn, wenn wir heute alle mal zusammen reinfahren? Noch gut, dass wir haben. Karl-Heinz und ich haben dann ja, ist ja gut, ist Babys. Wir fahren nach Ruhrort. Die Ines will mal so die Gegend sehen, die ich früher verunsicherte. Ach so, nach Duisburg? Kann ganz interessant sein, Lisbeth. Der Hafen und alles. Ja, nach Götterspeise oder wie das heißt, können wir später noch, ne? Du hast Pause, Tina. Und zwar den ganzen Tag, ist das klar.
Das meine ich aber auch. Morgen. Morgen. Ich bin einfach mal schnell rübergefahren. Tag, Martin. Da hattest du doch recht. Ich dachte, ich fahre mal ein Stück mit euch zusammen, wa? Kann ich den haben? Danke. Von wo bist du rübergefahren? Von zu Hause. Wieso? Das nenne ich die ganz große Liebe. Fährt morgens einfach mal so die ganze Strecke zu dir rüber, nicht wahr, Martina? Wieso rüber? Du bist uns so entgegengekommen. Ich hab mich geirrt. Ja, du hast ihn doch gesehen. Hast du dich verfahren? Ich sag's ja, ich hab mich geirrt. Jetzt, wo ich ihn sehe, weiß ich genau, er war es nicht. Was soll ich gewesen sein? Na, da ist ein Auto entgegengekommen, das sah genauso aus wie... Gar nichts. Wir haben nur so einen ähnlichen Wagen gesehen wie Dan. Ach, da kommt ja euer Frühstück. Es werden ja immer mehr. Ja, komisch, nicht, wo der auf einmal herkommt. Aber ich glaube, es kommt jetzt keiner mehr. Was meinst du, Martina? Jetzt hör doch endlich auf, Mann! Auch ein Frühstück? Ja, bitte. Kaffee oder Tee? Tee, bitte. Ja, und bringen Sie den jungen Mann noch mal so 6 oder 7 Eier, ja? Spiegeleier, Rühreier oder ein Glas? Was soll das heißen, Herr Stammmann? Ja, na so. Ein junger Mann wie Sie, ich meine, wie du, muss sich ja morgens richtig stärken, nicht? Meine, vor allem, wenn er so weit gefahren ist wie er, nicht? Dann... Soll ich nun Eier bringen? Was? Ach so, ja, 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 7 Stück. Welche? Hühnereier. Spiegeleier, Rühreier. Im Glas. 2 Eier im Glas. Nein, nein, 7 Hühnereier im Glas. Für ihn. 7 Hühnereier im Glas. Lachst du denn so blöde? Möchtest du auch einen Schluck? Hm, danke. Ein bisschen losgefahren heute früh. Ich? Ist ja egal, jetzt ist er ja da. Freuen uns ja auch alle. Sieht aber nicht so aus. Doch, ich freue mich. Also eine will ich euch sagen. So einen festen Wohnwagenplatz, den schaffe ich mir an. Du hast ja keine Urlaubsprobleme. Du kannst deutsches Fernsehen gucken, hast immer ein gutes Bier im Kühlschrank. Was du sonst so brauchst, ne? Dann machen wir auf Mallorca. Einigen. Erst nach Duisburg und dann andere rein. Oder? Warum fragst du denn das? Willst du heute einmal wieder rüberkommen und nach deiner Donner fragen oder sowas? Ich werde wohl noch fragen dürfen, oder? Du darfst fast alles. Das hoffe ich doch, schließlich bin ich erwachsen. Ja, du schon. Ich auch. Du hältst jetzt den Rand. Was guckst du mich so an? Du guckst mich auch an. Also wir beide fahren auf jeden Fall nach Duisburg, ne? Ihr kommt doch mit, ne? Ja, müsst ihr aber nicht, wenn ihr nach Göttersdingenskirchen wollt. Nee, nee, wir kommen schon mit, ne, oder? Ich dachte, du wolltest doch heute da... Ja, das kommen wir auch später. Ja, was soll das heißen, Lisbeth? Hi oder hot? Ich meine, du musst dich mal entscheiden, nicht? Ja, mein Gott, was ist denn? Kann er nur mal fragen. Kann er mal fragen? Mir gefällt die Stimmung ja nicht. Tschüss, Tina. Ich auch. Heute Abend komme ich lieber nicht. Bleib doch. Nee, nee. Ich fahre wieder. Ich rufe dann auf jeden Fall an. Wir spinnen hier sowieso alle. Tschüss, Tina. Warte, ich komme noch mit. Du bleibst hier. Und verwechsel nicht die Richtung, wenn du jetzt nach Hause fährst, nicht? Nicht, dass du wieder im Kreis rumfährst und plötzlich hier sitzt. Könnte mir nie passieren. Ciao. 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 Gehen Sie schon? Ja, schön ist es. Das hast du mir ärgert. Das wird jetzt. Hör auf, Mensch! Entschuldigung.
Wie ist es? Wenn er nicht nach Duisburg wollt, wir können auch woanders hinfahren. Nee. Wir fahren auf jeden Fall nach Duisburg. Ne? Ja. Kannst uns allen zeigen, wo deine Ratten erschossen hast. Wo du in den Trümmern rumgespielt hast und was du sonst noch so alles erlebt hast. Oh, die Eier. Hat er nicht gegessen, also wird Harald nicht. Harald, das ist was für dich. Ich glaube, das brauchst du. Bitte, ganz frisch. Bitte schön. Das mal selber, du. Kannst du besser gebrauchen. So, los, brauchst du es nicht? Na? Das bist du vielleicht? Ich hab schon genug Eier. Was willst du denn mit den Blumen? Mitnehmen. Die gehen dir doch kaputt unterwegs. Na und? Im Hotel, da gehen sie ja auch kaputt. Wenn ich schon mal welche krieg. Was denn? Blumen. So ein Wahnsinn. Erst nach Duisburg und dann praktisch wieder ganz zurück. Ja, müsst ihr ja nicht. Wir fahren auf jeden Fall nach Duisburg. Na, Ines? Du musst mir nur vorher einen Sattel besorgen. Ich find's besser, wenn wir alle zusammenbleiben. Schön hier, ne? Was soll denn das schön sein hier? Hast du was? Ich weiß nicht mehr, was ich mit der machen soll. Ich finde sie prima. Und ich finde, dass sie mit allem viel zu früh dran ist. Mit was allem? Mit was allem? Mit ihrem Typen da. Das hat aber keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Du solltest ihr lieber mal helfen. Helfen? Hätte ich ihn gestern Abend vielleicht eigenhändig auf ihr Zimmer bringen sollen? Ich weiß, dass er bei ihr war. Ich habe ihn wegfahren sehen. Siehste? Wir sind sogar zu dämlich, es heimlich zu machen. Vielleicht sollte ich ihr dabei mal helfen. Ich könnte ihr mal schmierig stehen, meinst du das? Quatsch, das meine ich nicht. Lass sie doch endlich mal in Ruhe und mecker nicht dauernd an ihr rum. Ist doch ganz klar, dass sie sich jemanden sucht, der sie mal streichelt. Streichelt, dass sie nicht lache. Ich weiß ganz genau, was ich meine. In ihrem Alter. Wahrscheinlich vergisst man vor lauter sich drum Sorgen, dass man sie auch gern hat. Das hast du jetzt richtig nett gesagt. Ja, vielleicht komme ich nicht mehr mit, bei dem Tempo, das sie alle heute drauf haben. Wie hat man immer gesagt, hüte dich, Kind, die Männer, die wollen immer nur das eine. Auch ein toller Ratschlag, oder? Ja, und? Was, na und? Ja, wollen sie immer das eine? Ja. Leider. Siehst du? Dann habe ich doch recht. Wieso? Dass ich auf sie aufpasse. Das nennst du aufpassen. Manchmal denke ich, du merkst überhaupt nichts. So, jetzt kann es weitergehen. Guck dir das an. 28,60 Mark hat die Scheiße gekostet. Die ist so ruppig. Sprich du doch mal ein Nachtwort mit ihr. Martina, du sollst nicht immer so ruppig sein. Ja, da hörst du jetzt. Komische Gegend, ne? Wo Natur und Dreck direkt nebeneinander liegen. Ja, also von der Natur alleine kann der Mensch eben nicht leben, Ines. Ja, wenn man sich das so vorstellt, ne? Wo oben Natur ist, da ist unten alles Kohle. Ich würde ja gerne mal in so eine Zeche reinfahren. Mal sehen, wie das da aussieht. Auch nicht jetzt im Urlaub. Können wir machen, wenn wir zu Hause sind. Du, Kalle, weißt du noch damals die Tour, Schlösser und Schlote? Ja. Ines, da sind wir in so eine Zeche reingefahren. Du meine Güte, du, da sahen wir aus wie die Schornsteinfeger. Sag mal,
Soll man nicht eine Hafenrundfahrt machen in Duisburg? Wie findet ihr das? Was, bei dem Regen? Das ist doch viel zu spät, Mensch. Wir kommen erst nach Mitternacht aus Duisburg raus. Also, was du mit deinem Zeitplan aufführst, das finde ich nicht mehr normal. Oder ist ganz in Ordnung, der Zeitplan. Weißt du, dass hier früher alles kaputt war? Alles Schutt und Asche. Für uns Kinder war das toll. Vater im Pütt, Mutter auch auf der Arbeit. Da hat doch keiner geguckt, was wir so gemacht haben. Ist doch eigentlich auch traurig, oder? Ach, was Spitze war das. Guck mal, der Hotte Niemeyer zum Beispiel. Der musste dauernd nach Hause. Ne? Hotte, komm essen, gib Spinat. Hotte, zieh dir noch was an, sonst verkühlst du dich. Die haben dich doch betüttelt von vorne bis hinten. Ich konnte machen, was ich wollte. Was hast du dann so gemacht? Ach, da haben wir mit den Steinen die Fenster von den Ruinen eingeschmissen. Zeig dir gleich mal die Straße. Naja, heute ist ja alles neu. Ja, alles ist Quatsch. Sieht aber alles gleich aus. Ja, aber Neubau, alles praktisch. Wie unsere Dienstwohnungen in Dortmund. Gehören der Bundesbahn aber. Tipptopp. Da kommst du mich ja jetzt öfters mal besuchen, ne? Wolltest du eigentlich immer schon zur Bahn? Nee, du. Ganz früher, da hatte ich mal andere Ideen, mit Autos und so. Mit dem Hotte wollte ich einen Gebrauchtwarenhandel aufmachen. Weißt du, alte Autos kaufen, ordentlich auffrisieren, teuer verkaufen. Wo stände ich heute so da? Selbstständig. Ja? Aber Arsch auf Grundeis. Nee. Sicherheit ist besser. Ja. Ja, hallo. Machst du mal los, oder was? Hä? Ist der Otto Niemeyer noch hier? Ja, der Chef ist da drin. Chef? Ich lach mich kaputt. Habt ihr das gehört? Der Horte, die Pflaume, Chef, der konnte doch nicht mal bis 13. Kommt, der wird sich freuen. Ja, meinst du, wir können da so alle? Na klar, alle zusammen, los. Der kriegt sich nicht mehr ein, kriegt er sich nicht mehr. Komm schon hin. Horte, alte Saftprinte. Erstaunst du, wa? Harald Schlüber. Ja. Sieh mal an, verschlägst dich auch mal hierher. Ja, richtig. Und du hängst immer noch in deiner Pupsbude, was? Das darf doch nicht wahr sein. Stratmann. Was glaubst du, was ich mache? Na, du siehst mich hier mit dem Fahrrad ankommen und denkst, ich habe kein Auto. Da irrst du dich aber. Martina Stratmann. Wir machen eine Radtour. Sportlich, wie immer. Ja, wir wollten an sich nicht stören. Wir wollten mal gucken. Ach, den stören wir doch nicht. Wir haben sowieso nichts zu tun. Was, Hutte? Du bist ja noch ganz der Alte, wie ich sehe. Ja, wir machen doch lieber draußen, richtig? Ja, dann bleib doch da, aber Totte kann auch draußen. Warte auch draußen. Ines, komm, du bleibst hier. Totte, darf ich dir meine. Naja, du weißt schon. Das ist die Ines. Ja, schön. Tag. Tag. Ja, dann setzt euch doch. Der Arsch wird von einem Fettnäpfchen ins andere, merkt ihr nicht. Aber schon seit wir unterwegs sind. Ja, du hast es gerade nötig. Lass ihr doch, sie hat doch recht. Ja, da haben Sie recht. Die freien Tankstellen trifft das besonders hart. Aber was will man machen? Tja, du machst so wie ich. Geh zur Bundesbahn. Hast du alles, was du brauchst. Was weißt denn du, was ich brauche? Du sag mal, was macht eigentlich deine Schwester? Wie heißt du noch? Gisela. Gisela, richtig. Gisela war eine Type, du. Die ließ alle an sich ran. Guck nicht so hart, das wusste jeder. Weißt du noch, wie wir unten am Hafen mit allem Mann auf. Gisela ist letztes Jahr gestorben. Geh mal rüber zu Emmy. Ach, die gibt's auch noch? Ja. Also, ich nicht. Ich möchte gern weiterfahren. Wiedersehen, Herr Niemeyer. Hab mich gefreut, Sie kennenzulernen. Wiedersehen. Tschüss. Gute Reise noch. Mhm, danke. Mit den Weibern, da soll man sich auskennen, ne? Lernen es die Weiber mit dir leichter, was? Ja. Also bis dann wieder heute, ne? Tschüss. Tschüss. Hört mal! Kennt ihr die Kneipe von früher? Da gehen wir jetzt alle hin! Ich möchte jetzt zum Hafen. Ich auch. Noch was? Gehen wir zum Hafen. Komm!
Und vergesst das Bremsen nicht! Mensch, hier war ich mal so besoffen, dass ich auf so einen Kahn da gestiegen bin, um einen Rausch auszuschlafen. Wache ich am nächsten Morgen auf, ist das Ding auf dem Weg nach Emmerich. Und so ein Matrose, der erwischt mich auch noch. Weißt du was, der wollte Geld. Da bin ich gleich über Bord gesprungen. Ich meine, ich hätte mir ja sonst was tun können, ja. Aber damals wusstest du ja noch nicht, was Gefahr ist. Hauptsache, du weißt es jetzt. Guck mal, da ist ein Raddampfer. Na ja. Dass die Schiffe alles so hin und her fahren, Butter rauf, Kohlen runter, Holz nach dem Norden, Post kommt immer nach dem Süden. Und Tulpen aus Holland nach Van Eyckel. Ja. Was war denn mit dieser Gisela? Gisela. Das war eine Jugendliebe von mir. Du bist eifersüchtig. Bin ich eifersüchtig? Du, die hatte solche Dinger. Die sah klasse aus. Da oben ist das scharfe Eck. Komm, dann gehen wir mal hin, ob die mich noch kennen. Stell das Rad ab. Ja? Nee, ich will nicht. Hast du was? Warum machst du dir eigentlich ständig was vor? Also, das kapiere ich jetzt nicht. Ist eine Laus über die Leber gelaufen? Ich sag doch nichts anderes, als dass du dir ständig was vormachst. Den Quatsch muss ich mir nicht anhören. Ne? Du hast mich doch gefragt, was ich hab. Hör mal, du wolltest doch nach Duisburg. Du wolltest doch sehen, wo ich so herkomme. Ja, und was sehe ich? Einen Typen, der einen großen Mann markiert, der denkt, alle sind bescheuert und er hat's als Einziger gepackt. Ich habe es auch gepackt. Oder glaubst du, ich will hier noch irgendwann mal leben? Aber die leben hier, und zwar gerne. Kannst du nicht mehr akzeptieren, dass andere Leute andere Sachen wichtig finden wie du? Wie die Beatrix noch ein junges Mädchen war, da musste mal so ein Schiff taufen. Und da ist eine Flasche abgeprallt und hat die ganzen feinen Herren alle mit Sekt bespritzt. Du hättest richtig Hofberichterstatter werden können, was du von denen alles weißt. Und jetzt ist sie schon Königin. Die zanken sich. Nie. Klaus und Beatrix zanken sich nie. Harald und Ines. Na, ich merke das schon die ganze Zeit. Da liegt was in der Luft. Komm, lass uns mal hingehen. Spitz wohl! Das muss ich mir doch von dir nicht sagen lassen. Oh doch, das musst du wohl, Mensch. Mal muss es dir ja jemand sagen. Ach, du bist doch hysterisch. Was fährst du denn erst mit? Fängst du schon wieder mit dem Quatsch? Mensch, du wolltest doch mit. Aha, und du hattest was dagegen, wa? Ehrlich gesagt, ja. Das heißt, ich war mir nicht so sicher. Aber jetzt? Jetzt bist du dir sicher? Was unsere Beziehung anbelangt, schon lange. Hört mal! Wenn wir nicht jetzt die Rundfahrt machen, dann können wir es gleich vergessen. Dann vergiss sie doch! Dabei gedacht. Wobei? Da komm, du nicht so scheinheilig. Schleppt sich nachts Kerle ins Hotel. Kerle? Du weißt ganz genau, dass Wölfchen kein Kerl ist. Darüber ist noch nicht das letzte Wort gesprochen, das sag ich dir, du. Ihr zwingt einen ja dazu, alles heimlich zu tun. Warst du wohl nicht alle beieinander, was? In deinem Alter. Wir sind schließlich verantwortlich für dich. Ja. Ich hau dir gleich. Komm du mir nach Hause.
Zum Pennen war ich dir gut genug, wa? Nicht mal dazu. Na, ausgestritten? Entschuldige, das war nicht so gemeint vorhin. Ja, verstehe schon. Nicht wieder, was du denkst. Es nützt so nichts, wenn man mit jemandem schläft, mit dem man sich sonst überhaupt nicht versteht. So nichts zu sagen hat. Du hast doch kein Problem. Wenn das Ding anlegt, bin ich weg und dann kannst du deine Radtour machen. Alleine, dann hast du. Ich möchte mich nicht streiten. Das ist doch Quatsch, Mensch. Da habe ich mich auch nicht richtig ausgedrückt und hab dir das nicht richtig erklärt. Ich weiß es auch nicht. Ja, du hast das schon ganz gut erklärt. Ich habe es kapiert. Links, links. Fünf Tage beim Dienst wieder, ne? Was ist denn los? Tschüss. Ja, ja, ich muss abhauen, du. Wahrscheinlich krieg ich noch eine Fete da bei der Dings. Ja, wir können doch. Tschüss, du Kröte. Ja, tschüss, halt. Ne? Ja, darf ich nicht verpassen. Hallo. Tschüss zusammen. Danke, da kommen wir. Sehen Sie, jetzt fahre ich mit dem Schiff Bütle zurück in die Schweiz. Also, das ist aber unsportlich. Von Moskau bis hier mit dem Fahrrad, ein letztes Stück kneifen Sie. Anders kommst du aus dem verfluchten Ruhrpott nicht raus. Wieder schauen. Wieder weh. Wieder schauen, Mädchen. Alles klar. Bist du traurig? Nö. Warst du da froh? Ich auch. Wieso du auch? Ich bin doch deine Freundin. Du mochtest sie nie, was? Nee. Ich habe mich ja schon lange gefragt, was du an dem so gut findest. Ja, wenn man das immer so schnell wüsste. Und sympathisch ist er ja nicht. Eigentlich auch ganz nett. Dir tut's doch nicht schon wieder leid. Er tut mir leid. Radio und denkt sich nichts dabei. Du verschwendest die Energie mit deinem Krach da. Da ist es, das schöne Café. Ach, weißt du noch, Kalle? Sicher, war die Martina noch so klein. Ach, kann ich ein Bier haben, bitte? Ja, für mich auch. Und zwei Kognäckchen. Ach nee, bringen Sie besser vier. Aha, jetzt bist du in Stimmung, was? Ja. Ja. Gefällt's euch hier? Ja, ohne diesen Otto, da wäre es ganz schön hier. Du hattest da Schokolade bestellt, ne? Ja, genau.
bitte sehr. Komm, das heißt. Also, was machen wir? Ach, ich komme an deine Seite. Bei den Kohlenpott können wir jetzt zur Genüge. Also? Ja, was ist nun? Ach, ich freue mich richtig. Worüber freust du dich denn? Na ja, so über alles. Dass wir miteinander geredet haben. Und dass wir hier wohnen. Nein, wir wohnen hier nicht, Lisbeth. Wir wohnen zu Hause. Ja, im Pott, das meine ich doch. Alles in allem ist das doch eine lebendige Gegend. Ja, so ist es. Also, was machen wir? Ich meine, suchen wir uns hier ein schönes Zimmer oder fahren wir zurück? Zurück, aber mit der Bahn. Nee, ich finde, wir sollten hier übernachten. Das ist doch so schön hier. Was meinst du jetzt? Ich fahre weiter. So wie ich das anfangs vorhatte. Alleine? Ja. Ja, aber das kannst du doch nicht. Ich meine, wir können doch alle zusammen. Also als Mädchen alleine. Wo willst du denn hin? Nach Amsterdam. Zum Rockfestival? Ja. Oh. Toll, Mensch. Da bin ich auch mit. Weißt du wohl nicht alle. Wieso? Du hättest doch nichts dagegen, oder? Das schlag dir mal aus dem Kopf. Das kommt gar nicht in die Tüte. Typisch. Erst versaut er mir die Ferien und dann... wissen, wer was wem versaut. Ich weiß genau, was du willst. Nach Flittermachen machen, nicht hier. Was meinst du denn damit, Karl-Heinz? Meinst du damit, Karl-Heinz? Hast du keine Ahnung, was deine Tochter nachts treibt? Ach, dann ist es auch einmal meine Tochter, wenn sie nachts mit Wölfchen im Bett liegt und... Aha. Schön. Danke. Bitte sehr. Dankeschön. Also, ich glaube nicht, dass es euch beiden schaden würde, wenn ihr mal ein paar Tage für euch alleine seid. Ne? Was meinst du, Martina? Ja, finde ich auch. Tschüss! Tschüss! Und seid nett zueinander! Fahrt vorsichtig! Ruf dann an! Jetzt sind sie weg. Tja. War doch ganz schöner Urlaub, oder? Ja. Ich möchte noch gar nicht nach Hause. Du, wir haben noch 5 Tage. Naja, aber ohne die Kinder, oder ist doch nichts. Weißt du, Lisbeth, wir zwei sollten öfters mal sowas zusammen machen. Naja, wirklich. Immer nur sich abrackern, jeder hat keine Zeit und jeder ist nervös und so weiter und so weiter. Ab und zu mal so richtig raus, verstehst du? Ja, schön wäre das ja, aber im Hüttenkieker, da ist immer so viel Betrieb. Du, das muss sich sofort ändern. Wenn wir nach Hause kommen, wirst du sofort da kündigen. Ja, und unser neues Auto? Ja, dann kündigst du eben erst, wenn wir das haben. Aber dann auf jeden Fall sofort. Ja, ist gut, Karl. Weißt du, die Ines, die ist ganz gut für unsere Tina, weißt du? Ja. Manchmal, da beneide ich sie richtig, die beiden. Die sind so jung, die können einfach so losfahren. Du, ich habe eine Idee. Ja, bitte. Das ist toll. Das machen wir auch. Lisbeth Stratmann, jetzt kommst du mit. Und dann hauen wir so richtig einen drauf, wie früher. Ist das klar? Hä? Du bist ein Kerl. Wo willst du denn hin? Ja, das wirst du schon sehen. Komm in das Fahrrad. Der Zug von Köln nach Amsterdam, planmäßige Ankunft 16:57 Uhr, hat voraussichtlich 15 erledigt. Minuten Verspätung. Ja und, ja, wo fahren wir denn jetzt hin? Ja, wo fahren wir jetzt hin? Wo fahren wir hin, hm? Ja, ich weiß es nicht. Nach Amsterdam. Nee. Doch. Du, da haben wir die Tina auch besser im Auge, weißt du? Ja, aber Kalle, das brauchen wir nicht. Die ist jetzt groß. Umso besser. Dann fahren wir erst recht. Hm? Na, Amsterdam. Ja. Nee, so was. Ja. Kalle.